Die höchste 7-Tage-Inzidenz im Sendegebiet hat immer noch der Landkreis Weilheim-Schongau. Der Wert ist hier aber etwas gesunken von gestern 1115,1 auf heute 1096,0. Im Landkreis Garmisch-Partenkirchen ist die Inzidenz wieder stark angestiegen, auf heute 789,5. Gestern lag der Wert noch bei 623,0. Auch in der Landeshauptstadt München ist die Inzidenz wieder gestiegen, von gestern 419,4 auf heute 422,9. In Fürstenfeldbruck ist der Wert wieder gesunken und liegt heute bei 442,5, gestern noch bei 456,2. Die niedrigste Inzidenz im Sendegebiet hat der Landkreis München. Hier ist der Wert aber auch etwas angestiegen von gestern 376,9 auf heute 380,3. Die Inzidenz in Gesamtoberbayern liegt heute bei 567,0. Die Krankenhausampel steht weiterhin auf Rot. Die vierte Welle sei angeknackst, aber nicht endgültig gebrochen, so Ministerpräsident Söder nach der Kabinettssitzung. Der Freistaat hat heute die neuen Corona-Regeln beschlossen. Ab morgen sind Fußballspiele nur noch ohne Zuschauer möglich. Die 2G-Regel in Geschäften gilt ab kommenden Mittwoch. Ausgenommen sind Geschäfte des täglichen Bedarfs wie Supermärkte, Apotheken und Tankstellen. Außerdem soll die Impfpflicht vorbereitet werden. Diese könnte ab Februar kommen. Neben dem Impfen jetzt ist die Vorbereitung einer Impfpflicht wichtig. Die Abstimmung im Bundestag muss erfolgen und da muss Tempo gemacht werden. Ethikrat in der Einschätzung, sodass ab dem 1.2. dann auch geimpft werden kann. Ich habe mich sehr gefreut, dass bis auf ganz wenige Ausnahmen in Deutschland jetzt die Politik sich da bereit erklärt, da mitzumachen. Außerdem will die Staatsregierung eine Testpflicht für Kitas durchsetzen. In der Kita braucht es auch eine einheitliche Regelung. Wir haben da auch viele Infektionen, sehr viele besorgte Eltern. Deswegen ist wichtig, dass wir dann bis spätestens Dienstag die Details haben, wo auch eine Testpflicht für die Kita ist. Die muss allerdings praktikabel sein, umsetzbar für die Eltern. An Silvester und Neujahr sind Ansammlungen auf öffentlichen Straßen und Plätzen verboten. Und jetzt unsere Impftipps. Impfbus in Aying. Der Impfbus hält morgen in Aying und zwar von 9 bis 17:30 Uhr. Alle ab 12 Jahren haben hier die Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Es gibt keine freie Impfstoffwahl. Impfen lassen kann man sich mit BioNTech und Moderna. Bitte unbedingt den Perso und falls vorhanden den Impfpass mitbringen. Impfen in Oberhaching. Seit Mittwoch hat das Impfzentrum in Oberhaching wieder geöffnet. Impfungen sind ausschließlich mit Termin möglich. Boosterimpfungen können frühestens 5 Monate nach der zweiten Impfung angeboten werden. Bitte unbedingt den Personalausweis mitbringen. Impfaktion in Brunnthal. Am Sonntag hält der Impfbus von 9 bis 17:30 Uhr in Brunnthal. Alle ab 12 Jahren können sich hier ihren Pieks geben lassen. Ein Termin ist nicht erforderlich, aber bitte Wartezeit mit einplanen. Auffrischungsimpfungen werden erst ab 18 Jahren angeboten.